zwei kriegen das Grinsen nicht aus dem Gesicht, ne? Kurt hat mit der Kiste geschlafen heute Nacht, ja? Genau. Nee, ich war das. Du warst das? Ja. Ja, super. Na bitte. Ich glaube, ich kann wohl sagen, war gestern eine super Fete, ne? Hat richtig gut Spaß gemacht. Das gehört auch mit dazu. Und normalerweise wäre jetzt der Ralle dran, unser Finish-Freak. Aber der liegt wahrscheinlich noch irgendwo rum, wo es schön ist. Er hat eine Freundin mit dabei. Oh, ja. Ja, das ist sogar seine eigene. Das war seine eigene. So, deshalb, das ist hier ein Vortrag, ich habe den schon so oft gehört, deshalb kann ich das auch machen. Außerdem habe ich auch ein bisschen Erfahrung, dass wir mal über den Erstflug mit dem Turbinenmodell reden. Ich glaube, das ist für euch auch ganz interessant. Wie geht man davor? Was tut man, was macht man? Über den Winter hat man dann richtig fleißig gebaut, die Kiste ist fertig und irgendwann kommt dann die Stunde der Wahrheit. Ja? Aus eigener Erfahrung kann ich euch nur eins sagen, zum Beispiel, wenn ihr einen Garten habt oder wenn ihr sonst irgendwo eine Gelegenheit habt, im Vorfeld mal die wichtigsten Dinge auszuprobieren, ist der Tank dicht, ja? Läuft die Turbine vernünftig, ja? Kommt nicht irgendwo, irgendwie zieht die falsch Luft oder kommt Feuer irgendwo raus, ist das Schubrohr richtig eingebaut, dann probiert das erstmal für euch aus, bevor ihr mit dem Ding irgendwo auf den Flugplatz geht. Wenn ihr die Gelegenheit habt. Ich mache das immer bei mir im Garten, freuen sich die Nachbarn. Ich habe eine ältere Nachbarin, die kommt dann immer an und sagt, wo ist der Hubschrauber gerade gelandet hier? Oder wenn ihr lernende Nachbarn habt, könnt ihr die damit auch tot machen. Ne? Immer mal ein bisschen länger laufen lassen. So, aber schauen wir uns mal Grundeinstellungen an. Und zwar die Voreinstellung. Einmal, das ist jetzt am Beispiel Hotspot. Ja, Hotspot, wer kennt den noch? Turbinentrainer mit nach innen geklappten Leitwerk hat der Andi Meier mal konstruiert, ist zu Hunderten verkauft worden. Gibt es glaube ich gar nicht mehr, aber das gilt genauso für alle anderen Trainer auch. Ob das jetzt Harpoon ist oder sonst was ist, es gilt auch für alle normalen Modelle, Semi-Scale oder Scale. Einmal Schwerpunkt. Ja, wer schon mal, hat schon mal ein schwanzlastiges Modell eingeflogen? Geil, ne? Ja, ich habe die Inspiration vom Graupner, habe ich zurzeit im Test und ich war da auch ein bisschen leichtsinnig. Dankeschön. Na, ich gucke mal, ob ich jemanden finde, der das Ding wieder aufschmeißt. Ja. Die haben also einen Schwerpunktbereich angegeben und ich hatte alles nach vorne reingeknallt und habe gedacht, naja, nimmst du den hinteren Schwerpunkt, muss ja gehen. Ich habe mit dem Apparat zwei Runden lang gekämpft, aber richtig gekämpft. Und hat mir dann nachher mit eingezogenem Fahrwerk in den Rasen gesetzt, weil auf der Piste hätte ich das Ding nicht runtergekriegt, es war fast unfliegbar. Dann kam da 230 Gramm Blei in die Nase und zwar ganz nach vorne und die Inspiration hat eine richtig schön lange Schnauze, also so, kennst du, Kraft mal Kraftarm, ne? Und dann ging es. Also, denkt dran, schwerpunktmäßig auf der sicheren Seite immer lieber kopflastig als schwanzlastig. Schwanzlastig ist tödlich. Gerade beim Jet auch. Du hast keine angeströmten Ruder, das Ding eiert durch die Gegend, bäumt sich auf und ist praktisch auch kaum zu landen. Denn der nimmt automatisch, wenn du langsamer wirst, dann direkt die Nase hoch und dann hast du die Eierei da am Strömungsabriss entlang. Da Ausschläge, ja? Höhenruder, Querruder. Oft, wenn es eine gute Bauanleitung ist, ja, dann steht es drin. Das sind erflogene Werte, danach kann man sich richten. Ja? Ansonsten, wenn es nicht geht, macht in jedem Falle eins. Legt euch auf den Schalter Dual Rate, 50%, damit ihr umschalten könnt zur Not. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann die Expo-Fliegerei. Wir hatten es gestern, also der Stefan Völker zum Beispiel fliegt mit 65% Expo auf Höhe und Quer. Mir persönlich ist das zu viel. Ich habe generell auf Höhe und Quer 45% Expo. Und auf dem Bugrad 90. Ja, auf der Piste ist das sonst wie Schmierseife. Wenn es nicht so Zeit auf der Piste zu starten und ihr seid alleine und könnt es machen, dann stellt euch beim ersten Mal hinter das Modell. Normalerweise gilt es ja an sich vorbei starten, aber beim Erstflug oder wenn ihr wirklich das erste Mal versucht auf der Piste zu starten, dann stellt euch hinter das Modell und korrigiert auch die Richtung, nicht hastig. Ja, wenn du merkst, das Ding läuft ein bisschen nach links, du hast zu viel Expo auf dem Knüppel, dann lass den Knüppel etwas rechts stehen und warte, bis das Modell kommt. Wenn du da voll reinlangst, nach links und nach rechts, hältst du den Flieger nicht mehr auf der Piste. Das geht links, rechts, wenn du Pech hast, schleift die Fläche über den Boden, das Teil hebt ab, legt sich aufs Kreuz und ist kaputt. Ja? Also, und ihr müsst auch nicht mit angeknallten Bremsen und mit Vollgas dann losbrettern. Sondern gerade am Anfang, gebt langsam Gas, lasst das Modell anrollen, guckt, ob er die Richtung hält und dann könnt ihr das Gas nachschieben.
Ja? Es ist, wenn du die Bremsen anknallst und haust Vollgas rein und wartest, bis die Turbine hochgelaufen ist, dann hast du unter Umständen einen Drehmoment im Modell drin, dass du schon von Anfang an wieder am Korrigieren bist. Ja? Und auch bevor ihr das erste Mal fliegt, lasst das Modell über die Piste rollen, und wenn du das Seitenruder bzw. das Bugfahrwerk über den Mischer mit dem Seitenruder gekoppelt hast, kannst du die Neutralstellung einstellen, und zwar am Bugrad. Ja, ich lasse das Modell dann immer mit einem Viertelgas ein Stück gerade von mir weglaufen und habe dann bei der MT24 oder sonst wo, habe ich die Servo-Einstellung aufgerufen und kann dann mein Brettchen schön drehen, bis das Ding geradeaus läuft. Und erst dann bereite ich mich auf den Start vor. Ja? Also, stimmen die Ausschläge? Jetzt wollen wir gucken. Was mache ich, wenn in der Bauanleitung nichts drin steht? Ja, alle fliegt ja nicht zum ersten Mal. Ihr alle habt auch Bockmodelle, die ihr schon geflogen habt. Richtet euch in etwa dann nach den Ausschlägen, die ihr da habt. Ja? Und wie gesagt, seid darauf präpariert, dass er unter Umständen über den Schalter dann auf Dual Rate mit den Ausschlägen zurückgehen könnt. Sagt eurem Helfer, der daneben steht, pass auf, das und das ist der Schalter. Denn es kann Situationen geben, wo du die Knüppel nicht mehr loslassen kannst, um da irgendwo da rumzugreifen. Ja? Zeigt ihm, das ist der Schalter, das ist der Schalter. Für Höhe und Quer. So, wie gesagt, Einstellung, Expo. Wer fliegt mit Expo überhaupt, oder? Ja? Wer fliegt ohne? Alle mit Expo. Super. Wie viel? So im Schnitt? Ja, 40 bis 50 Prozent. Ja, also so um die 40-45%. Ja, Dual Rate genauso. Dual Rate unter Umständen bis zu 50% vermindern. Probiert das vorher aus. Ja. Der nächste Schritt ist der, wenn ihr Modell habt mit den Klappen, zum Beispiel die Inspiration. Ja, wenn du die fliegst in der Startstellung mit den Klappen auf ungefähr 30-35%, musst du Tiefenruder beimischen. Probiert das oben aus, ja. Beim Start steigt die fast automatisch weg, dann fährst du die Klappen ein, dann trimmst du aus und dann ungefähr mit Halbgas und nimmst du das langsam zurück und fährst dann oben mal die Klappen in Startstellung. Dann wirst du merken, solange sie wegsteigt, musst du Tiefenruder beimischen. Ne? Auch das immer ausprobieren oben, mit Halbgas, in aller Ruhe. Helfer daneben und sag dem, was ihr vorhabt, pass auf, ich mache jetzt das und das. Genauso testet die Abrisseigenschaften. Geht auf Sicherheitshöhe und hungert die Karre aus. Dann wisst ihr nämlich ganz genau, wie sie sich verhält. Geht sie rechts oder links über die Fläche weg oder nimmt das Modell nur die Nase runter. Das brauchst du. Wann brauche ich das? Wenn ich im Landeanflug mal zu langsam bin. Ja? Und ich merke, das Teil fängt an zu schaukeln. Nicht, dass ich dann auf einmal überrascht werde und das Ding liegt auf dem Kreuz und im Dreck. Das sind euch auch an die Langsamflugeigenschaften heran. Das ist ganz wichtig. Schwerpunkt fliegen. So wie beim Probemodell, also hoch, runter und schauen, was er hier ist. Und schauen, was er macht, ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dreht das Ding mal auf den Rücken und guck mal, wie viel der nachdrücken muss. Ja? Im Idealfall brauchst du nicht nachdrücken oder nur ganz minimal. Wenn du da wie so ein Affe ins Tiefenruder musst, dann stimmt dein Schwerpunkt nicht. Weil ist ja klar, warum kann er nicht stimmen? Damit das Modell gerade ausfliegt, habe ich dann Höhe getrimmt. Wenn ich das Teil auf den Rücken lege, geht er weg. So, Mischer ist auch so ein Problem. Ich hatte euch gestern mein schönes Heftchen gezeigt. Ja? Und ich kann euch wirklich nur raten, am Anfang mit eurem Modell, schreibt euch die Belegungen auf, ja? Auf welchem Fingereingang was sitzt, und schreibt euch auch auf, wie die Mischer miteinander zusammenhängen. Also zum Beispiel Höhenruder habe ich beigemischt, wenn ich die Klappen fahre. Ne? Oder Mischer, Seitenruder, Bugrad. Ist ideal, würde ich immer machen. Also nicht beides in einen Eingang reinpacken. Weil dann hast du Seitenruder, du kannst dein Bugrad dann nicht mehr optimal einstellen. Ja? Querruder-Differenzierung ist auch so eine Frage. Wenn ihr in der Anlage, und das haben sie eigentlich alle, egal ob du jetzt Raubner, Robber oder sonst was hast, hast du eine Querruder-Differenzierung drin. Was bedeutet Querruder-Differenzierung? Ja. Ja? Ne? Also das eine schlägt höher aus, das andere schlägt weniger aus. Die Segelflieger werden das kennen. Negatives Wendemoment. Ja? Nur so kannst du eigentlich slippen beim tragenden Profil. Ja? Das heißt, da fliegst du mit gekreuzten Rudern. Ne? Du gehst rechts ins Querruder und trittst links ins Seitenruder. Dann stellt die sich so hin. Kann man mit Modell, mit einer Piper und sowas kann man das auch machen. Beim Jet hast du fast ein vollsymmetrisches Profil. Dieser Effekt taucht nicht auf. Aber was passiert, wenn du eine Rolle fliegst?
und du hast eine falsche Querruderdifferenzierung drin oder überhaupt keine, kann es passieren, dass der zweite Teil der Rolle, obwohl du den Ausschlag nicht änderst, das Ding auf einmal schneller wird. Und das kann man mit der Querruderdifferenzierung schön ausgleichen. Kann man auch machen, indem man in dieses Menü reingeht, ja, und dann fliegst du einfach rollen und du oder dein Helfer, ihr dreht mal am Rädchen und guck mal, was das Ding macht. Aber bitte nicht in 3 Meter Höhe, ne? Dann machst du das nur einmal. So, Turbine eingelernt. Ne? Ihr wisst ja alle, dass man die Turbine schön einlernen soll. Da gibt es ein schönes Menü, denn die Turbine muss erstmal euren Gasausschlag kennen und und. Sprich, Gas, Luft, dicht. Ja, das ist auch so was. Fahrwerk mal fahren, wenn ihr jetzt auf den Platz kommt, ja, und rüstet euer Modell auf, selbst wenn ihr das 1000 Mal probiert habt. Bevor ihr den ersten Start macht, zur Sicherheit stellt das Ding auf den Bock. Da sind diese Keyboard-Ständer, die kannst du, wie wir die haben, die kannst du für 20, 30 Euro kann man die kaufen. Ne, das ist so der ideale Bock. Stell das Ding drauf und fahr das Fahrwerk mal ein und aus und guck mal, ob es wirklich funktioniert. Hier, der Burkhard hat mir neu erzählt, der hat Probleme gestern mit dem Ventil gehabt, dann hat sein Bugrad gefressen und mit einem feststehenden Bugrad kannst du das Teil nicht mehr steuern. Ne? Kann man ein bisschen Kerosin drauf tun, dann geht es wieder besser. Also, stimmt das alles? Sind die richtig angeschlossen? Ne? Ich habe es so, dass ich habe auf dem linken Knüppel habe ich einen 3-Stufen-Schalter. Da ist, wenn der ganz vorne ist, ist das Fahrwerk draußen, in der Mitte ist Fahrwerk drin. Und wenn ich den ganz nach hinten kann, kann ich meinen Smoker einschalten. Meine Smokepumpe. Ja? Kann ich ein bisschen mit Diesel, kann man schön Qualen proben. Und rechts habe ich einen Taster, da ist meine Bremse drauf. Hm? Da müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein beim Bremsen einstellen. Die Ventile vom Horst hier, von unserem Don Ventilo, die kannst du so einstellen, dass die Räder nicht blockieren. Sonst, wenn du mit blockierenden Rädern ja, da aufsetzt, hast du erstmal einen richtig schönen Bremsplatten. Dann siehst du dann, dass der Flieger hoppelt, wenn er dir entgegenkommt. Dann kannst du schon mal neue Reifen bestellen. Ja? Oder was noch eine größere Scheiße ist, wenn die unterschiedlich ziehen, die Bremsen. Und es gibt fast keine, die gerade sind. Ne? Das ist, auf der Piste merkst du es sofort, auf dem Rasenplatz nicht so. Also ein bisschen vorsichtig sein mit dem Bremsen und lass das Ding lieber ein Stück laufen, dann ist es auch gut gewesen. Also Bremse nicht irgendwie auf Höhe oder Tiefe dazu mischen. Ich würde es nicht tun. Weißt du, warum nicht? Es gibt ja viele Leute, die machen auf Höhe sowieso nicht. Ja, stell dir vor, du kommst reingebrettert, wie wir gestern hier. Du hast dich für eine Landerichtung entschieden und hast im Landeanflug auf einmal Rückenwind. Dann nagelt das Ding an dir vorbei, dann denkst du, oh scheiße, dann guckst du hier nur nach rechts, ob das noch lang mit der Piste ist. Und wenn du dann deine Bremse auf Höhenruder hast, kriegst du richtig Spaß. Auf Tiefenruder machen es viele. Hat den einen Nachteil, wenn du mal mit viel Fahrt aufsetzt und musst bremsen und du hast noch so viel Fahrt, dass dein Höhenruder wirkt, hebt das Ding in den Hintern und gräbt sich vorne ein. Also wenn du einen Kanal frei hast, bitte extra Kanal nehmen, ist immer besser. So, vor dem Flug, was machen wir dann? Ganz wichtig, Akkus geladen und geprüft. Habe getankt, Gas, Luft. Okay, viele haben jetzt Kerosinstart dabei. Ich habe einige meiner Turbinen wieder auf Gasstart umgerüstet, weil wenn ich das Plopp höre, dann weiß ich, das Ding läuft. Aber Kerosinstart ist überhaupt kein Problem. Hat es früher mal Probleme mit den Kerzen gegeben, sind mittlerweile gelöst, könnt ihr bedenkenlos nehmen. Dauert nur ein bisschen länger, bis die Turbine hochläuft. Befestigung, Anlenkungen geprüft. Haben wir gestern schon drüber gesprochen. Also bitte nicht mehr mit einem 1,5 mm Stahlrad Z-mäßig gebogen, Querruder, Höhenruder anlenken, ja, und kontrolliert die Anlenkung auch, sichert die auch mit Loctite oder zieht einen Schrumpfschlauch drüber. Fahrwerk auf Funktion geprüft, habe ich eben gesagt, sollte man immer mal wieder machen, bevor man anfängt zu fliegen. Es ist nichts Erhebenderes, als wenn du gestartet bist und freust dich deines Fluges, dann klingelt der Wecker so nach 5, 6 Minuten und dann fährt so ein einsames Fahrwerksbein da oben aus, ja. Da kannst du sicher sein, geht der Adrenalinspiegel ganz, ganz weit nach oben. Und wenn ihr mal hier die Jungs beobachtet, macht es auch so, fahrt das Fahrwerk aus bei maximal Halbgas und fliegt dann nochmal an euch vorbei. Kurzer Blick nach oben ist wirklich alles da. Denn oft ist das schwierig zu sehen. Wenn du weit anfliegst und fährst dein Fahrwerk aus und kurz vorm Aufsetzen stellst du auf einmal fest, scheiße, Bugrad fehlt. Ja? Ist besser als Schmiergeldpapier, schrammt dann so richtig schön. Mhm. Also, das Prüfen. Fahrwerk auf Spur geprüft, das war das, was ich eben gesagt hatte. Läuft der Flieger geradeaus? Feuerlöscher bereit? Wir haben das bisher nicht gebraucht hier und trotzdem haben wir das da stehen.
Wie gesagt, auspinkeln geht meistens nicht. Helfer bereit. Ja? Also nehmt euch einen Helfer dazu. Wenn ihr zu zweit oder dritt im Verein seid, die Jets fliegen, dann seid ihr glücklich dabei. Ansonsten nehmt euch einfach einen erfahrenen Kollegen, der euch nicht die Ohren voll quasselt. Ja, der muss euch nicht sagen, wie ihr fliegen sollt. Ja, der soll euch nur helfen, wenn es da nötig ist. Kanalfrei, da haben wir jetzt den Smiley. Der hat uns 2,4 GHz gegeben. Ist das Problem eigentlich nicht mehr so wichtig. So, vor dem Erstflug, Reichweitentest, und zwar bei laufender Turbine. Ja, da kann jetzt Folgendes passieren. Ihr marschiert mit eurem Sender los, bei 2,4 GHz, ja, Reichweitentest eingeschaltet, habt den vor dem Bauch, da hinten steht das Modell. In der Bedienungsanleitung heißt es 70 bis 80 Meter und nach 50 Metern schaltet auf einmal die Turbine ab. Kommt Failsafe oder sonst irgendwie was oder nichts mehr reagiert, dann dreht euch bitte mal um. Das ist die Eigenschaft von 2,4 GHz, dass du dann mit deinem Körper dir ein bisschen Reichweite nimmst. Ja? Vorsichtig bei Multiplexanlagen. Wenn du da den Reichweitentest eingeschaltet hast, musst du den Sender einmal ausschalten und wieder einschalten, sonst fliegst du mit halber Leistung. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Das bei laufender Turbine, ihr geht weg, 80, 90 Meter und der Helfer dreht dann bitte auch mal das Modell. Ganz wichtig. Dann seid ihr auch sicher. So, jetzt starten wir mal. Turbine in Windrichtung anlassen. Ja? Wenn es windstill ist, kein Problem. Wenn es so richtig bläst wie gestern, ist es immer schlecht. Wenn du den Hintern des Modells in den Wind hältst, dann drückst du nämlich die Flamme hinten rein und dann kann es schon mal ein bisschen brennen. Langsames Rollen zum Startplatz. Dabei überprüfen geradeauslauf und mal kurz in die Bremse gehen, ob das Modell auch wirklich bremst. So, durch Schubverzögerung ist das gleichmäßige Rollen auf Asphalt schwierig, nicht zu viel Gas geben. Ja? Das sind euch langsam daran. Ja, wenn du nämlich zu viel Gas gibst, dann schießt das Seil auf einmal los, dann stehst du wieder in der Bremse und dann lädt das Gehampel los. Ihr habt ja Zeit. Ja? Kannst du nochmal dreimal tief durchatmen, letztes Stoßgebet zum Himmel schicken oder sonst was machen. Langsam rollen. Ja, du lachst. Am Beginn der Piste mittig ausrichten. Ja? Wie gesagt, wenn ihr Platz habt, wenn da nicht tausend dumme Schwätzer drumherum stehen, ist es durchaus erlaubt und auch Jetpiloten-like, wenn man beim Erstflug hinter Modell steht. Ja? Ansonsten, wenn mehrere am Fliegen sind, so wie hier, geht das natürlich nicht. Stellt euch mal vor, wir sind mit drei Modellen, vier Modellen gleichzeitig in der Luft und jeder wird da auf der Piste rumstehen. Jet-Akademie lernt er das, an euch vorbei starten. Ist nicht schwierig, ist ein bisschen Überwindung. Letzter Rudercheck, ja? Alles korrekt, alles frei. Wenn ihr alleine fliegt, und da solltet ihr drauf dringen in eurem Verein, wenn ihr einen Erstflug macht, entweder ihr sagt, sucht euch einen Tag aus, wo nicht gerade Sonntagmorgen die Rentnerband da liegt und die letzten Kuchenreste vertilgt, sondern sucht euch einen Tag aus, wo ihr fast alleine seid mit eurem Helfer oder wo wenig Betrieb ist. Schaut mal kurz nach oben, Luftraum beobachten und dann langsam Gas geben und beschleunigen. Vorher nochmal tief durchatmen, ja? Kontostand prüfen, Müllsack bereitlegen, alles Quatsch. Aber wer jetzt behauptet, er ist cool wie eine Hundeschnauze, wenn da 5.000 oder 10.000 Euro auf der Piste stehen und du schiebst zum ersten Mal den Gasknüppel rein, der lügt. Der lügt. Egal, ob das ein Doppelweltmeister ist oder die größten Experten sind, denen hängt genauso der Küttel aus der Hose wie euch auch. Ja, lasst euch da nicht fertig machen. Ne? Ja, schon eben einfliegen, was soll das denn? Da gibt es Gas und dann tut es schon. Hier. Start. Irgendwann sagst du, jetzt rollt er los. Ne? Dann ist der Point of No Return erreicht. Ja? Also langsam Gas geben. Hatte ich schon mal gesagt, nicht bremsen anknallen und mit Vollgas losballern, dann habt ihr sofort in der Startphase eine Unruhe drin. Modell in der Spur halten, da auch nicht hektisch korrigieren, sondern wartet, bis das Modell reagiert. Ja? Das kann mit ein bisschen Verzögerung kommen und je schneller du wirst, desto besser wirkt auch dein Seitenruder. Das heißt, desto besser kannst du die Spur halten. Ja? Wenn du ein bisschen schräg läufst, dann lässt du ein bisschen schräg laufen, korrigiert ein bisschen und guckt, was das Modell macht.
Nach 30 Meter langsam am Höhenruder ziehen, bis die Maschine abhebt. So, ich habe gestern gesagt, du kannst auch ruhig mal kräftiger am Höhenruder ziehen. Du kannst auch mit vollgezogenem Höhenruder starten. Muss nicht unbedingt sein, würde ich auch nicht unbedingt tun. Lass das Modell beschleunigen und du merkst irgendwann, und das ist der Vorteil, wenn du an dir vorbei startest, du merkst dann schon nämlich, du siehst, das Bugrad wird frei. Ja? Und dann kannst du langsam anfangen zu ziehen. Wenn du dahinter stehst, lass das Ding rollen und dann ein bisschen Höhenruder ziehen. Wenn nichts kommt, ein bisschen kräftiger ziehen. Wenn gar nichts kommt, vollziehen. Das Modell hebt ab, das steigt nicht so weg. Habt da keine Angst haben. Wenn da heute einer mal mit mir fliegt, werde ich euch das beweisen. Ich starte mit vollgezogenem Höhenruder, rolle ich an und lasse das Ding rollen. Hebt ab und in dem Augenblick, wo sie abhebt, lasse ich meinen Höhenruder nach. Und habt dann so einen Winkel von 30 Grad. Ja, flachen Steigwinkel, der ist zu beachten. Fahrwerk einfahren, ist klar, so schnell wie möglich weg mit dem Gerödel. Und dann weiter geradeaus fliegen, so bis auf 50 Meter Höhe. Dann habt ihr schon beim allerersten Mal, seht ihr schon, ob das Ding einigermaßen fliegt oder ob ihr schon am Kämpfen seid mit Vollausschlägen. Ja? So, dann Rechts- oder Linkskurve einleiten. Auch das ist wieder lustig. Es gibt Leute, habe ich gestern schon erzählt, die nur links rumfliegen können. Wenn was bei euch auch so ist, dann trainiert bitte mal ganz bewusst Rechtskurven. Denn wenn du in eine Situation kommst, wo du mal, wenn du auf einem anderen Platz bist, beim Schaufliegen oder sonst wo, wo es nur rechts rum geht, zum Beispiel, und du hast das vorher nicht geübt, dann kriegst du Spaß, richtig viel Spaß. So, und das Allerwichtigste, dann, wenn ihr Fahrwerk drin habt, Klappen eingefahren habt, Sicherheitshöhe gewonnen habt, Gas raus. 50% Leistung. Und ihr habt gestern gesehen, fast alle Modelle, mit denen ihr gestern geflogen seid, seid ihr maximal mit Halbgas geflogen. Bis auf diejenigen, die dann schon ein bisschen besser waren, wo wir dann gesagt haben, komm, jetzt lass mal ein bisschen gehen. Ihr werdet von allein schneller. Ihr werdet fliegt auch von allein tiefer, wenn ihr sicherer seid. Aber beim Erstflug mit dem Modell Gas raus, Halbgas. Und dann erstmal gucken, was passiert. Schauen wir uns das an, da steht unser Flieger. Jetzt rollen wir also an, warten bis der Fahrt da ist. Und dann steigen wir in einem flachen Winkel weg. Da oben wird dann das Fahrwerk eingefahren. Und dann geht's los. Nach der ersten Kurve, wie gesagt, Gas auf halb oder weniger reduzieren. Zweite Kurve fliegt da anschließend größer als 90 Grad. Und zwar sieht das dann so aus, von oben. Ihr startet, hebt ab, Fahrwerk einfahren, auf Sicherheitshöhe steigen, dreimal tief durchatmen, erste Kurve fliegen und dann die zweite etwas größer als 90 Grad, dass ihr wieder zurück zur Piste kommt. Na? Nicht so weit wegfliegen, dann kannst du nämlich gerade beim Erstflug, kannst du nicht mehr sehen, kannst du nicht mehr gescheit reagieren. Und bitte auch nicht, habe ich gestern bei einigen gesehen, klar passiert hier automatisch, wenn mehr Modelle in der Luft sind, nicht über Kopf. Habt immer so einen Winkel, so 30, 40 Grad, dass das Modell vor euch ist. Wenn du über Kopf fliegst, siehst du den Flieger nicht mehr richtig. Unter Umständen, wenn du da so stehst, verreißt dir irgendein Ruder und dann geht's abwärts. So, wie fliegen wir denn? Wir fliegen am besten in liegenden Achten den Platz überfliegen, damit ist gewährleistet, dass niemals auf den Piloten oder Zuschauer zugeflogen wird. Maschine in den Geradeauspassagen austrimmen, Ruderwirkung kontrollieren, eventuell die Ausschläge verringern. Geradeauspassage, Rolle und Rückenflug langsam testen, um den Schwerpunkt zu kontrollieren. Ja? Nochmal, damit mein Flieger geradeaus fliegt, beim schwarzkopfigen Modell muss ich ja Höhe trimmen. Das heißt, du fliegst mit dem angestellten Höhenruder dein Modell geradeaus. In dem Augenblick, wo du das Teil auf den Rücken drehst, taucht sie dir nach unten weg. Du musst also wie so ein Affe ins Tiefenruder gehen. Das bedeutet, dein Schwerpunkt stimmt nicht. Ja? Und wie gesagt, schwanzlastig fliegen macht Spaß. So sieht das dann aus. Ja? Ihr fliegt also immer schön in achten Kurven, immer schön, hier steht dann, hier sitzt der Rentnerband so ungefähr. Hier stehen die ganzen Schwätzer, die euch sagen, dass ihr sowieso alles verkehrt macht. Und da stehst du dann mit deinem Helfer. Ja? Ihr fliegt immer schön von den Zuschauern, vom Piloten weg. Gewöhnt euch direkt so einen Flugstil an. Langsam flugtesten. Ohne Speedbreak. Speedbreak ist entweder du hast Klappen, wie bei der Inspiration oder bei anderen Modellen.
Oder ihr habt der Harpun hat unten diese Bremsklappe, ja? Die lassen wir erstmal weg und wir testen jetzt den Langsamflugeigenschaften. Das heißt, ihr fliegt an euch vorbei, Gas rausnehmen und langsam am Höhenruder ziehen, ja? Geschwindigkeit reduzieren und dann guckt ihr mal, was ihr macht und dann ungefähr ab Mitte gebt ihr wieder Gas. Mit dem Speedbrake, du kannst also dann die Bremsklappe ausfahren, um auch mal zu gucken, ob du irgendeine Wirkung hast, ob du was trimmen musst vielleicht. Ne, beim Harpoon ist es so, du kannst die Klappe fahren, da passiert nichts. Wie gesagt, bei der Inspiration oder bei anderen, zum Beispiel beim Albatros auch, wenn du da die Klappen fährst, musst du zumischen. Ne? So, Maschine soll natürlich nicht steigen und denk dran, beim Gas geben, macht es nicht wie beim Prop-Modell Gas geben und am Höhenruder hängen, sondern wartet, bis das Modell wieder Fahrt aufgenommen hat. Das ist auch absolut wichtig, wenn ihr durchstarten müsst. Ich weiß, da können 2 Sekunden verdammt lang werden. Ja? Aber nicht Gas geben und sofort ziehen, sondern lasst das Modell Fahrt aufnehmen. Sonst liegt er mit dem Strömungsabriss und volllaufender Turbine am Platzende im Dreck. Ne? Da nicht am Höhenruder ziehen, bevor die Maschine wirklich beschleunigt. Da haben wir es. So, im Gegenanflug, jetzt kommt die Landung. Und ich sage euch eins, übt Landungen. Übt sie immer und immer wieder. Fliegt Landung immer nach dem gleichen Schema an. Lasst euch nicht von irgendwelchen Schwätzern beeindrucken, die da in Ameisenkniehöhe so in Platzgrenzen einkurven und dann sagen, was haben wir für eine tolle Landung. Ja? Übt es immer wieder. Und gerade wenn im Winter jetzt, wir hatten einen scheiß Winter, haben wir lange nicht geflogen, ja, kommen wir wieder raus auf den Platz. Das Erste, was wir machen, ein-, zweimal sagen, oh, riecht wieder schön nach Kerosin. Komm, lass mal ein bisschen gehen. Und dann anfangen, Landungen zu üben. Das ist absolut wichtig. Das heißt, im Gegenanflug, Schub auf 50%, Fahrwerk ausfahren und Bremsklappe ausfahren. Macht das frühzeitig. Fliegt dann nochmal an euch vorbei. Guckt, ob das ganze Gerödel draußen ist. Die Bremsklappe kannst du auch schon ausfahren, denn dann kann ich mich auf meinen Landeanflug konzentrieren. Ja? Queranflug, er sagt, hier spielt bald da auffahren. Und dann mit der letzten 90-Grad-Kurve, die muss Mitte Platz ausgerichtet sein. Die muss passen. Wenn du schief anfliegst und du fängst an zu korrigieren, je langsamer das Modell wird, je tiefer du bist, desto größer wird das Gehampel. Und bitte, bitte denkt dran, wenn ihr einen Seitenruder an eurem Flugzeug habt, dann benutzt es auch. Ja? Und zwar genau im Endanflug, zum Ausrichten auf die Piste, wird nach Möglichkeit nicht mehr mit quer korrigiert, sondern nur noch mit dem Seitenruder. Das ist in der Großfliegerei nicht anders als in der Modellfliegerei. Wenn du natürlich kein angelenktes Seitenruder hast, okay, dann musst du es machen. Ja? So. Dann nicht rechtzeitig, nicht zu früh das Gas wegnehmen, auf Null. Ja? Vor allem, wenn ihr den Platz nicht kennt. Ich weiß nicht, ob ihr das gestern mal gesehen habt, wir sind ja gestern auch mal miteinander geflogen. Ich fliege auf diesem Platz ungern von links an, zur Landung. Eigentlich ist es vom Vorteil, die Piste steigt an, du stehst schneller. Nur, wenn du hier links über die Bäume da hinten einkurfst und du kommst unter den Horizont, ist das Modell auf einmal entweder einen kurzen Augenblick weg, ja, oder das ist sehr schwierig zu sehen. Wie schnell bin ich jetzt? Und das werdet ihr alle merken. Wenn so ein Ding auf dich zukommt, kannst du die Geschwindigkeit nicht mehr so gut abschätzen. Ja? Also denk dran. Lieber ein bisschen Gas stehen lassen und wenn du merkst, es passt, dann erst das Gas rausnehmen, als da hinten irgendwo angehungert kommen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. So, und dann die letzten 50 Meter, dann ist so Adrenalinspiegel hier ganz oben oder du freust dich schon, super Landung, legst den Sender weg und das Modell knallt auf die Piste, ja, also, ne? Schön langsam ausschweben lassen und langsam am Höhenruder hängen, die Fahrt rausziehen. Beim Delta kannst du mit einer höheren Anstellung anfliegen, da baust du die Fahrt besser ab, aber bitte langsam rausziehen. So, wenn ich mich dann mal vertue und es gibt keinen hier von der gesamten Bande, die nicht alle schon mal eine scheiß Landung gebaut haben, auch dem Völker ist schon ein Fahrwerk um die Ohren geflogen. Das erzählt er natürlich nicht. Ne? Aber die Kumpels, die dabei sind, die erzählen mir das sofort. Das ist überhaupt kein Thema. Ja? Also, falls das Modell anfängt zu springen, ja, was machen wir, habe ich gestern gesagt? Höhenruder ziehen. Warten, kurz vor dem zweiten Aufsetzen, Vollhöhe ziehen. Und halten. Ja? Bitte nicht versuchen auszusteuern. Geht nicht.
So, und dann bremsen wir langsam und dann sagen wir, oh, Mutter, mir zittern die Knie, war das nicht schön. Ja, also, dann rollen wir langsam zurück. Vielleicht gratulieren die Kollegen. Die Rentnerband sagt dann, naja, beim zweiten Flug knallt es hier bestimmt. Ne? Die setzen sich dann schon wieder in Positur da vorne hin. Ja, während ihr dann zurückrollt, Turbine abkühlen lassen, Empfänger ausschalten, Gasanschluss oder Pumpenbatterieanschluss trennen, muss man nicht mehr unbedingt machen. Fahrwerk und Anlenkung sollte man prüfen, vor allem wenn es eine harte Landung war, eben mal kurz durchchecken. Und dann, das ist das schönste Gefühl. Ja. Durchatmen. Dann könnt ihr nicht die Frage beantworten, ob 10.000 Euro in den Müllsack passen. Ne? Also, das ist doch ganz herrlich. Und wenn ihr es dann geschafft habt, kommt wieder runter, setzt euch in der Ecke, wartet eine halbe Stunde und dann geht an den nächsten Start. Zigarette rauchen, ja, ist schon klar. Aber bitte nicht neben der offenen Gasflasche, da fliegst du auch nicht mehr. Ja? Jawohl. Also, keep cool, durchatmen und dann ist es geschafft. Ja? Es ist keine Hexerei, ihr habt das gestern alle gemerkt. Und ich muss mal sagen, wir haben gestern mit meinen Jungs da unterhalten, das fliegerische Niveau von diesem Rookie-Meeting ist sehr hoch. Also das ist ein Kompliment an euch alle, kann ich nicht anders sagen. Wir haben also auch schon hier ganz andere Katastrophen erlebt. Ne? Ja, ist kein Quatsch. Dann bist du dann, müssen wir die ersten Fluglehrer sehen. Der? Nee, ich muss pinkeln. Ne? Also, denkt daran und wie gesagt, es ist alles keine Hexerei. Wenn ihr sorgfältig vorgeht, in der Werkstatt die Vorbereitungen trefft, die ihr habt, dann habt ihr auch keine Probleme, abgesehen von der Nervosität mit dem Scale-Modell, was dann vielleicht mal 15.000 Euro wert ist, einen Erstflug zu machen.